Ich das einmal offen. Was kann das Game überhaupt? Eigentlich ganz viel. Aber manchmal hat es so seine Phasen. Sagen wir es mal so. Manchmal hat das so seine kleinen Aussetzer. Nett! Nett! Toll! Darf ich den Weg wieder zurückhalten? Ich gehe so für 5 Minuten in der Viertelstunde dreimal. Warum getötet von einem Reh? Während der Ladesequenz. Ich bin begeistert. Hi. Stufe 39. Ich hab eine Stufe höher als du. Also reitet er lang. Irgendwie auch witzig. Taucht dann immer auf der anderen Seite wieder auf. Ich gehe jetzt nicht mehr. Das Reh hat mich hier getötet. Bitte da. So im Weg, ich bleib jetzt hier wieder stehen. Hier ist sogar ein Hafenmeister. Hi Wolf. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich möchte gerade nicht. Was kann ich für euch tun? Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ach komm. Dein Ernst? Okay. Ich klinge die Spitze des Kolosses. Ah. Okay, schauen. Das ist fantastisch. Aber ihr seht schon, dass hier noch viel zu tun ist. Ja. Ja, ne? So, wenn ich jetzt hier runterspringe, dann bin ich definitiv tot. Was benötigt ihr? Gut, Schilde kann ich nicht gebrauchen. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ralf in die Dur. Ja, da reite ich jetzt natürlich nicht hin. Ja, nur die letzte Zuflucht der Menschen. Machen wir lieber alles andere fertig. Dann einmal auf diese Seite. Schlag die Kreatur unter dem Leuchtturm. Durchsucht das leere Lager rum. Der Ring und das andere müsste, glaube ich, da hinten sein. Okay. Nein, ich will gerade nicht. Nein, lasst mich. Ach du grüne Neune.
Aas. Na gut, schwaches Aas. Aas besiegt. Okay, ja. Nochmal zurückgreifen tun wir jetzt nicht. Jetzt geht's einmal nach da hinten. Hui! Und wir müssen wieder schwimmen. Ich hasse es so schwimmen. Ich hasse es so schwimmen. Okay. Bis. Vielleicht später. Ich suche den Lagerraum. Welchen? Oh Gott, welchen von denen? Da ist irgendwo einer. Der da hinten vielleicht. Die hier brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Die Beziehung hat, haben wir erfüllt. Wollte mich jetzt nicht mehr so anstrengen. Wenn sie mir nicht auf den Sack gehen. Aua. Lass mich. Achso. Beladene Wagen. Diese paar Grabräuberchen. So. Irgendwie. Hallo? Jetzt sicher. Hart verdient. Und wieder. Es werden dir nur noch irgendwelche neuen Taten verliehen. Kann ihn nicht weitergeben, ne? Mal hier, kurz den Laden. Ein bisschen Platz zu schaffen. Das brauche ich nicht mehr. Wie viel Schrott man eigentlich mit sich umträgt? Na gut, eher Schrott ist es nicht, ich weiß, aber. Und Sachen, die man halt gerade nicht mehr braucht. Marklosen Fälle brauche ich noch. So. Aber das nehme ich auch.
benutze ich die beiden Sachen am besten mal. Warte mal, was haben wir hier noch? Ah. Stufe 40. Au. What a one. Autsch. Aber das tut doch weh im Ohr. Oh, das ist echt immer so mega laut. War alles gut. Zeichenerwerb. Das müssen Bezwingertaten sein, oder? Ja. Ach was. Ich könnte es ja auch umstellen, ne? Davon mal ganz abgesehen. Ich könnte es auch umstellen. Aber ich glaube, dann wird es für euch zu leise. Meine ich. Ich kann das zum nächsten Mal dann ja einmal ausprobieren. Ach nee, dass das hier wieder hilft, den. Das hier. Was hast du den Wurf aus den Adlots rausgenommen? Müsst ihr mal nachgucken. Kann sein, dass der auf der anderen Liste mit drauf ist. Ich habe ja zwei Listen. Ich hatte ja eine für Halloween. Und eine jetzt für normal. Jetzt kommt ja noch eine für Weihnachten. Sofern es da überhaupt was gibt. Muss ich gerade mal gucken, welche Liste ich jetzt drin habe. Ja, aus dem Alm ist das Ding raus. Das wäre dann nur bei den Halloween Alerts, glaube ich. Ja, bei den Halloween Alerts ist es. Bei den Standard nicht. Die Standard Alerts muss ich sowieso einmal umändern. Ja, mal gucken. Mal gucken. Es wechselt sowieso mehr als oft. Also mehr als genug. Gerade bin ich eigentlich mit der Liste so zufrieden. Weil der Wolf war eigentlich nur für Halloween oder halt zum Witcher. Für Witcher passt das nämlich auch. Also spätestens ab dem 1. Dezember könnte es wieder reinkommen. Vorher wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich hatte ihn damals jetzt für Witcher und danach für einen Jumpscare rausnehmen verbreien. Und euch den Spaß nehmen, verschiedene Arten mit zu erschrecken. Ich werde mal gucken. Aber eigentlich bin ich so zufrieden, wie es gerade ist. Gleich weiter. So. Wie gesagt, ab Dezember kommt der eh wieder rein. Wegen Witcher. Vorher wird sich wahrscheinlich erstmal nichts ändern. Wo muss ich eigentlich hin? Durch die Ruinen. Das kann aber vieles heißen, durchsucht die Ruinen. Oder den anderen Eingang daneben. Warte mal. Das hier vielleicht. Nicht gekennzeichneter Raum. Könnte das sein, dass wir da rein müssen? Ja. Scheinbar.
schauen wir erstmal. Uraltes Grab. Da kann doch nichts Gutes drin sein. Wo ist das modrige Grab? Soll ich aufzuhalten? Echt? Oh. Barthold Elster. Nein. Man könnte hier eigentlich auch sogar so spielen, ne? Ja, quasi so durchlaufen. Das habe ich, glaube ich, ganz, ganz früher gemacht. Bei meinem allerersten Char. Da bin ich gar nicht so rumgelaufen. So. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, so könnte ich gar nicht mehr spielen. Ich glaube, da würde ich zu viel kriegen. So, jetzt geht's erstmal nach da hinten wieder zurück. Gehen wir den ganzen Quatsch ab, auch wenn es jetzt unsinnig war, dass ich ein Pferd genommen habe. Wobei, doch, eigentlich müssten wir da auch so rüberkommen. Sollte rein theoretisch gehen. Sieht aber echt cool aus. Well. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt hier stehen bleiben. Ich bin trotzdem weiter. Ich kämpfe nicht mit euch. Hab da gerade keine Lust drauf. Nein. Verpiese dich. So. Jetzt können wir Pferdchen wieder benutzen. Hochwertiges Eisen. Ja, das nehmen wir... Okay, nehmen wir nicht mit. Gut, wir haben aber, glaube ich, auch genug, oder? Ja, man braucht sowieso nicht mehr gelevelt werden. Denn das, was wir schon verarbeitet haben, eigentlich reicht das. Erst einmal. Bis wir uns wieder eine Goldschmied wagen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Tat verliehen. Verwalter von Ivendim. Okay. Was benötigt ihr? Was kann ich für euch tun? So, keine Quest mehr hier? Ich bin immer so skeptisch, wenn man keine Quest mehr irgendwo hat. Könnte es wirklich sein, dass wir jetzt langsam Richtung Ende gehen hier in dem Gebiet? Könnte es möglich sein? So, der Rest ist alles hier hinten. Bisher. Gut.
Ich bin in so einem schönen Bereich zum Leveln, aber man muss teilweise echt laufen. Ja. Die Laufwege sind echt so ein bisschen nervig. Zumindest wenn es über diese zu den einzelnen Inseln geht, wo man keine Boote hat. Beispielsweise. Aber ansonsten, ich hab's mich echt verliebt. Neben dem Auenland bisher, wo mein Lieblingsgebiet tatsächlich. Ich hab's echt lieb geworden, auch mit der Musik. Musik hier ist wunderschön. Brauche ich euch? Nee. Gut. PS3 für den Bauernmarkt ist cool. Gut, weiß ich gerade gar nicht, ob ich die schon hatte. Ach, da kann ich eine Quest abgeben. Warte mal. Was ich schön fand, war hier hinten diese Questreihe. Wo man hier hinten die ganze Zeit rumlief. Das war schön. War zwar auch nervig mit den Laufwegen, aber auch richtig, richtig cool. Ja, hier, die Inseln waren jetzt nicht ganz so. Im ersten Ort in Hafergut. Den 20. Quest, glaube ich. Ah, hier unten. Ja, da muss ich noch hin. Da muss ich noch hin. Da geht's dann auf dem Rückweg quasi lang. Da geht's dann so langsam raus. Wir kamen nämlich von den Nordhöhen. Deswegen habe ich von den Nordhöhen an quasi hier, dann hier hinten durchgearbeitet, dann hier oben soweit alles. Sofern ich nichts übersehen habe. Und jetzt hier unten. Jetzt geht es langsam nach hier unten. Danach wandern wir zu den Nordhöhen, sondern Treuhöhen. Danach geht es zu den Treuhöhen. Was benötigt ihr? Und machen da auch wieder ein bisschen Story. Je nachdem, wie weit es da geht. Hi. Zurück der Hafenrute weiter nach Norden bringen. Ja, ich habe ja hier, warte mal. Hier habe ich dann noch Sachen, die ich zurück abgeben muss. Und da passt das eigentlich. Das alles, was ich jetzt hier noch abgeben muss, zurück. Also nach Dünudir. Das mache ich dann am Ende, wenn wir das ganze Ding wieder verlassen. Also das passt eigentlich. Ich habe den Kesselflicker und habe halt Schürfer, Goldschmied und Koch. Da hatte ich mich für entschieden. Nee, das ist so die Bezwinger. Bezwinger will ich nicht. Bezwinger mache ich wann anders. Was hätte ich dir gesagt? Ich baue dir was, aber wenn du den Beruf selber hast. Ja. Ja, ich habe das auf eine Empfehlung gemacht. Ich habe mir... Für gewöhnlich mache ich nie Guides. Ich suche mir nie Guides raus. Aber ich wollte, dass das hier mal nicht in einem heillosen Durcheinander endet. Dann habe ich mal geguckt, okay, was macht welcher Beruf? Was ist halt für mich, wenn ich halt den Ruhmbewahrer spiele, interessant? Und was könnte mich weiterbringen? Dann habe ich mir gedacht, okay, meine eigene Waffe herstellen ist ja eigentlich ganz cool, ne? Wie diese Runensteine. Und Schürfen fand ich allgemein immer interessant. Der läuft ja quasi überall an die ganze Sache vorbei. Gut, der Koch, das war so ein notwendiges Übel. Aber das ist eigentlich auch ganz okay. Nur scheiße zum Leveln, finde ich. Da habe ich jetzt gerade... Ich glaube, gestern meine universellen Bündel da benutzt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Eigentlich besteht mein ganzes Lager nur aus Sachen für einen Koch. Ich bin Hauptmann und baue auch Schmuck. Im Item selbst herstellen ist halt nicht schlecht. Ja. Ja. Finde ich halt auch mega praktisch. Habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft benutzt. Oh Gott, noch nerviger. Noch nerviger. Wobei ich finde, bisher geht's echt. Außer der Koch. Der Koch ist für mich so... Oh. Anstrengend.
Beim Koch weiß ich ja nicht, wo ich viele Sachen herkriege. Manches finde ich ja in der Umgebung, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Beeren oder so weiter. Dann wieder gucke ich natürlich in dem Auktionshaus, aber da gibt es halt auch nicht alles. Für die richtig guten Sachen musst du eher gehen, ruf sammeln. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich habe mich bisher vorgedrückt. Ich glaube, einen Auftrag hatte ich da mal. Mit dem habe ich mich echt gedrückt. Ich habe mir das so durchgelesen und dachte, nö. Einfach nö. Jetzt nicht. Muss ich aber noch machen. Muss ich das vielleicht machen. Nervig, aber man muss damit später echt krankes Zeug bauen kannst. Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Brauche ich dich? Ja, dich brauche ich auch. Tschüss. Ich denke, da kann ich hier wieder raus, oder? Das ist eine Sackgasse. Das ebenfalls. Wie gesagt, Bezwingertat für die Grabrobe habe ich fertig. Da brauche ich mich jetzt nicht mehr mit denen abgeben. Und Ruf? Doch, Ruf habe ich auch fertig. Nee, da ist Ruf. Den Ruf in Bremen muss ich noch erhöhen. Ich weiß noch nicht, ob ich es heute mache. Ich glaube, mein Schurkin ist Schneiderin. Schon mal, wenn das Update fertig ist. Ich habe einen einzigen Schar, wo ich glaube ich einen anderen Beruf habe, aber frag mich weiß Gott nicht welchen. Mit dem habe ich gerade erst angefangen. Ist glaube ich ein Waffenmeister, mit dem ich da gespielt hatte. Der hat irgendeinen anderen Beruf. Weil meine Runenbewahrer haben eigentlich alle den Kesselflicker. Wir haben in Hautwollen. Ist das hier? Ja. Die immer so zu nehmen, dass die sich gegenseitig unterstützen. Ja, stimmt. Und das war Hause. So, warte mal. Ich mache einmal eine ganz kurze Pinkelpause. Kann ich dann nämlich direkt verbinden. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da. Nicht weglaufen. Und dann kann ich aber meinem Freund kurz Hallo sagen. Oder meinem Verlobten, besser gesagt.